Moin Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Enderal. In der letzten Folge, da waren wir ja hier stehen geblieben. Ich hatte ja gesagt, dass wir einen Plan haben. Wir machen hier Oramillentanz, hier das Gebiet. Und wenn wir das fertig haben, dann gehen wir anschließend in die Richtung nach oben. Wir nehmen dann noch die Mine mit, die Insel und da hinten das Häuschen, was wir in der letzten Folge gesehen haben. Und bevor wir hier weitermachen, wollte ich noch eine Frage beantworten. Und zwar wurde ich in den Kommentaren gefragt, auf welcher Schwierigkeitsstufe ich denn stehe, weil ich ja so extrem viel sterbe. Und das wäre hier eigentlich wohl noch ein sehr leichtes Gebiet. Die Frage möchte ich natürlich sehr gerne beantworten. Das kann ich dir oder euch zeigen. Es müsste bei Einstellung sein, bei Gameplay. Also ich spiele auf Schwierigkeitsstufe Meister. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine, danach kommt nur noch eine oder zwei Schwierigkeitsstufen. Eine, um genau zu sein. Also ja, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier auf leicht spiele, ne? Also ich finde es in Ordnung, so wie es ist. Ich finde der Kommentar, der klang, also war wahrscheinlich nicht so gemeint, der klang jetzt so ein bisschen so nach dem Motto, was ich denn für ein Idiot bin. Ich sterbe hier die ganze Zeit in den leichten Gebieten. War wahrscheinlich aber nicht so gemeint, aber das wollte ich dir nur nochmal gezeigt haben. Also ich spiele auf Schwierigkeitsstufe Meister. Genau, ich habe mal angefangen mit Mittel, glaube ich. Mittel oder schwer. Ja, weiß ich gar nicht, so heißen die Stufen ja nicht. Die Stufen heißen, glaube ich, Novize, Lehrling, Adept, Meister, Eiserner Pfad. Aber ich meine, da gab es doch noch eine, ne? Experte. Ah ja, okay, Experte war das andere. Gut, ja genau. Und ich habe mal mit der Stufe, glaube ich, habe ich mal angefangen. Und dann habe ich es nachher irgendwann auf Meister hochgesetzt. Schon ein bisschen länger her jetzt, aber auch tatsächlich. Aber habe ich, glaube ich, vielleicht auch nicht erwähnt oder so. Will ich jetzt nicht behaupten. Aber das erklärt das vielleicht ein bisschen, ne? Genau, so, das nur dazu und ich würde sagen, wir fangen bei der Insel an. Rüste mich schon mal aus. Tut doch nicht Not. Hau ab. Ich will dich eigentlich nämlich gar nicht verletzen. Hm? So, Grosche. Gab's hier noch? Würzgras. Also das Lied, was gerade läuft, das finde ich auch wunderschön. Also den Soundtrack allgemein von Enderal, den finde ich ziemlich fantastisch. Bin gespannt, was noch alles für Lieder kommen. Verlassener Leuchtturm. So. Gehen wir noch mal einmal drumherum. In der Hoffnung, dass wir jetzt noch nicht gesehen werden. So. Ja, und wie immer, ne, ihr könnt gerne in den Kommentaren, wenn ihr jetzt Fragen oder irgendwas habt, dürft ihr natürlich immer gerne fragen. Ich versuche das denn in der Regel auch immer alles zu zeigen, zu beantworten, mache ich auch sehr gern. Genau, ich würde mir nur wünschen, wenn ihr immer ein bisschen nett und fair bleibt. Also bisher war das auch
ja, ich sag mal, fast immer der Fall. Ein, zwei, drei Ausnahmen gab es mal in der ganzen Zeit, wo es den Kanal schon gibt. Ist ja mittlerweile auch schon ein paar Jährchen. Und ja, dann lasst uns reingehen. Bin gespannt. Wir können ja mal hier rein. Überflutet der Turm. Einschleichen. Bin gespannt. Vielleicht ist die auch da unten. Wir gucken mal. So, ich kann ja vorher noch mal einmal... Oh, das wurde gleich bemerkt. Okay, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Gut, dann kann ich auch rausgehen aus dem Schleichen. Ah, okay, das ist diese Millentanz anscheinend. Kommt aber nicht hier runter. Doch. Oh, wir sind fast platt. Ohoho. Ich hau mir mal einen schnellen Krustenbrot an den Kopf. Ja, okay, das habe ich mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwieriger vorgestellt. Ausbalancierter Schwertgriff. Schüchen, Zionikerrobe, Elementaristendiadem, Zauberbuch. Ja, okay, moin. Hallöchen. Ja, gut. Eine Eispranke, cool. Sehr schön. Hauen wir uns direkt an den Kopf, haben wir. Hä? Hatte ich... Ja, doch, 450. Würde ich doch meinen. Ach, guck mal, hier wäre auch noch so ein Nest, aber da ist kein... kein Dings drinne. Kein Ei. Ah, hier wieder. Erste Schritte. So. Da fliegt sie davon. Ja, cool. Okay, Leute, das ging schnell. Hätte ich nicht gedacht. Wir können ja noch mal hier ein bisschen Handwerkzeug einlösen. Ne? Warum eigentlich nicht? Ach so. Oh, schade. Okay, habe ich schon verballert. Und lehrbuchtechnisch, was haben wir da noch so? Guck mal, Elementarismus. So, nee, okay. Ah, okay, da brauchen wir jetzt schon die nächste Stufe. Nee, Fernkampf, glaube ich, haben wir doch auch noch nicht so viel, ne? Okay, da brauchen wir dann noch Lehrlingsbücher. Nee, okay, dann können wir das nicht einlösen. Ich kann ja mal schauen. Lernpunkte hätten wir noch 4, aber wir haben auch noch einen Erinnerungspunkt. Ja. Fokus habe ich auch schon. Tja, lange nicht mehr benutzt. Müsste ich eigentlich mal machen, wenn ich mit Elementarzaubern hier unterwegs bin. Hatte ich die Truhen? Ja, das hatte ich alles, ne? Gut, okay, dann gehen wir hier runter. Kann ja das jetzt mal machen. So, Fokus. Weil ich glaube, wenn wir hier runtergehen, kommen bestimmt doch Gegner, oder? Siehst du? Habe ich es doch gewusst, Alter. So. Ich bin ein bisschen erschrocken, um ehrlich zu sein. So, hier haben wir diesen überfluteten Turm.
Oh, Groschen, immer gerne gesehen. Ich speichere auch mal wieder. Massive Truhe. Das klingt alles in Ordnung. Nehmen wir alles mit. Ach, guck mal, mehr ist hier gar nicht. Okay, das war ja überschaubar, das ging ja. Aber gutes Loot, ne? Bisschen Nebelschwammzeug hier und so. So, ja, überfluteter Turm. Ja gut, okay, dann belassen wir das dabei. Geht ja noch, sag ich mal. Gut, fein. Freut mich. Gehen wir hier raus. Naja, okay, dann weiß ich das auch, wie das ist da erstmal. Das andere ist dann ja so Schocknova. Arktiswind ist ja noch ein Talent. Man muss das denn hier markieren. Schocknova, Netz der Seelen. Genau. Ja, und mit den Zaubern, ja, da muss ich mich noch mal ein bisschen besser eingrooven. Das stimmt schon. So. Dann, ja, weiß nicht, wollen wir die Mine denn mitnehmen? Kommen wir eigentlich, ne, oder? Sind sowieso wieder Schurken. Könnte ich mir vorstellen. Dass hier wieder irgendwelche Hallodris unterwegs sind. Ich höre die auch schon. Wir tragen schon wieder zu viel. Ups. Na, das soll so ja erstmal reichen. Ist jetzt natürlich nicht. Wo die sind. Bestimmt hier ums Eck, ne? Hier brennt nämlich auch ein Feuerchen, ja, da vorne. Selbst schuld, wer so achtlos ist. So. Da ist der nächste. Oder die nächste. Okay, ja, das ging ja. Ah, die schweren Sachen, die will ich jetzt gar nicht nehmen, so. Das brauche ich auch alles nicht. Also geldtechnisch sind wir jetzt, stehen wir jetzt, haben wir 10.300 Groschen. Ich will jetzt zwar nicht sagen, dass wir jetzt hier irgendwie im Saus und Braus leben, aber... Oh, hier sind noch mehr. Da hinten sind die. Ja, komm, Angriff ist die beste Verteidigung. Das hört sich an ihre... Moment mal. Da ist wer. Ja! Oh, ich muss mal einmal kurz. Mich heilen? Ach, das wollte ich gar nicht, wollte nur den Wein nehmen.
Gut, was hatte die noch so dabei? Ja, die Schädel wisst ihr ja, die können wir mal ganz gut gebrauchen. So, oh, eine Goldader. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Bin gespannt, was hier noch so ist. Das scheint ja relativ groß zu sein. Mal sehen. Schaufel. Was das da sein soll, keine Ahnung. So, dann werde ich mal die Chance nutzen, um wieder ein bisschen was zu essen. So, haben wir das. Jetzt überlege ich gerade, von wo sind wir denn gekommen jetzt schon wieder, sagt man. Hier ist noch Silbererz. Uiuiui. Also, ich hatte ja doch noch gesagt, Angriff ist die beste Verteidigung, bla bla. Von hier sind wir gekommen. Genau, und dann ging's links, rechts rum so. Wir erstmal das ein bisschen chronologisch machen. Oh, ein Groschenbeutel. So, wieder ein Schlösschen. Nett, Ringe und so. Warum nicht? Cool. So, ein Säckle ist hier noch. Ein Endralea Krustenbrot, auch gut. Brauche ich ja jetzt auch immer viel Fresskram und so. Hier ist noch ein Trüchen. Direkt abgebrochen. Passt. Ja, auch fast. So. Oh. Durch Schlösserknacken habt ihr 5 zusätzliche Groschen bekommen. Cool. Boah, noch mehr Groschenbeutel, Leute. Das ist ja was hier. So. So, würde ich sagen. Ach, guck mal, hier ist noch eine Erzader. Da vorne war ja noch Silbererz. Oh, das wird wieder lang hier. Also wir die ganze Folge nur mit der einen Mine hier beschäftigt. So, dann haben wir hier noch Dietrich, Feder. Ah, schade, die wollte ich gar nicht nehmen.
So. Schon mal wieder was losgeworden. So, dann waren wir. So, hier war die Silbererzader. Boah, puh. Dass man hier auch nichts übersieht, ne? Das ist gar nicht so einfach. Hackt sie da erstmal drauf rum, ey. So. Da oben, da waren wir ja auch. Hier waren wir auch, denn von hier sind wir reingekommen. Bin ich ja gerade gleich hier rechts rum. Das haben wir, das haben wir. Hier waren wir auch. Okay. Hier auch, da hatte ich mich noch gewundert, was das für ein komischer Kram ist. Oh, Ambrosia-Trank, sehr geil. Massive Truhe. Ja, auch netter Kram. Was, schon wieder zu viel? Was hab ich denn alles mit, sagt mal Leute, ey. So, hier die ganzen Botten und so, ne? Lederschuhe und so. Ja, das ist natürlich alles... alles schwer, das brauch ich sowieso alles nicht. So, und ich glaube... hier waren wir doch so weit, ne? Dann, glaube ich, sind wir hier erstmal fertig. Ja, dann können wir in die andere Richtung. Hier nach unten gehen. Okay. Oh, hier ist eine Truhe. Ah. Noch ein paar extra Groschen gefunden. Oh, eine Eispranke. Na? So, hier ist noch so eine Statue Malfas wahrscheinlich wieder oder Irlanda oder so. Okay, war's das oder gibt's hier noch mehr außer der Truhe? Enge Moos. Hm. Nochmal. Nee, ich glaube, das... finde ich, das war's. Was ist da oben noch? Da sah mir das gerade noch nach irgendwas aus. So. Das war hier der Eingang. Meine eigentlich da oben. Hier so, da kommt man gar nicht hin, ne? Sah na erst nach was aus, aber ich glaube, da ist nichts. Ja, sonst? Okay, nee, ich glaube, den gibt's hier nichts anderes, oder? Guck mal, hier habe ich noch einmal
Pilze vergessen. Tja. Falls es hier doch noch irgendwas gibt oder so, kann ich euch... gerne Bescheid geben. Ja, ich gucke mir das ja nach den Aufnahmen sonst immer meistens nochmal an. Ah, das mit der anderen Höhle da, das war schon... Weiß ich nicht, das war schon irgendwie... komisch, aber steht jetzt auch nichts weiter. Dann lasst uns mal wieder rausgehen. Und wir machen dann... steckt noch ein Pfeil. Hier auch. Machen wir hier weiter. Die Insel haben wir ja noch. Nachher den Weg dann da hochgehen. Und... ah ja, guck mal. Eisenerz noch. Wir können auch gar nicht mehr so viel tragen. Ich hatte jetzt überlegt, werden das jetzt so nach Plan nochmal weitermachen. Und dann werde ich da bei den Bauern oben mal versuchen, vielleicht irgendwas loszuwerden. Bei Jurek und wie die alle heißen da. Vielleicht klappt das ja. So, wartet mal, wir hatten eine Eispranke gefunden, ne? Ja. Nanu. So, jetzt müsste ich ja... 51, ja, sehr schön. Oh, Groschen. Einzelteile. Ist jetzt halt auch wieder dunkel, ne? Das ist natürlich dann auch immer schwierig. Kartoffel. Schön auch im Dietrich noch ein paar Groschen. Ja, ist eine kleine Insel, aber hat sich soweit ja gelohnt. Schön. Gut, haben wir die auch. Okay. Kartentechnisch. Naja, ne. Nacht ist halt dunkel, ne? So viel Licht spendet das denn gar nicht. Ist dann immer so ein bisschen schwierig. Ah ja, hier ist der Weg. Wo ich meinte, der ist der da hochgeht. Gut, dann gucken wir hier unten nochmal. Da sehe ich schon wieder Feuer. Da kommen sie auch schon. Scheiße, ich weiß nicht, wo die sind. Ich sehe es nicht. Ich muss mir auf jeden Fall einen Trank an den Kopf hauen. Der hat mich schon zweimal auf jeden Fall erwischt. Ach, hier oben. Ja, moin. Kratzer wolltest du sagen? Ich weiß nicht so genau, ob das nur ein Kratzer war. Da nehme ich gar nichts von. Da bitte das Salz. Und hier? Ein Dietrich. Ja, warum nicht? Ja, ich kann das nicht mehr machen mit immer alles nehmen. Ihr seht das ja, dass ich dann relativ schnell auch heftig überladen bin. Oh, Andrea Lea Groschen. Nehmen denn nur so Zutaten und Kleinigkeiten und so, nehme ich schon gerne mit. Oh, ein Bettchen. Nutze ich auch gleich. Bin nochmal eben. Ach, jetzt habe ich den scheiß Besen genommen.
Okay. Speichern. So. Ja, sehr schön. Das wird dann nun wieder hell. Naja, ganz hell wird es, glaube ich, nicht. Wir können ja noch eine Stunde machen, aber... Ne, naja, es ist, hier ist halt einfach schlechtes Wetter gerade. Okay, da hinten läuft auch wieder Gesocks rum. Sehe ich schon von hier. Aber das ist dann auch schon das nächste Gebiet. Das ist quasi dann die Küste hier schon. Okay, fein, fein. Cool, dann haben wir das auch, Leute. Und dann würde ich sagen... Okay, der greift nicht an, dann greife ich den auch nicht an. Nehmen wir hier doch noch mal... die Insel mit, wenn ich... Naja, der greift aber an. Irgendwas greift noch an. Da ist noch eine Erzader. Tja. Kann ich euch jetzt gar nicht sagen, was jetzt hier noch abgeht. Ich sehe es nämlich einfach nicht. Na gut, dann machen wir das so wie beim letzten Mal. Ist wahrscheinlich wieder irgendwie ein Wolf oder irgendwas. Hier liegt auf jeden Fall noch einer. Verdächtige Erdtauchung. Ihr könnt im Kampf nicht graben. Ja. Da irgendwo soll das sein. Ich kann ja mal in die Richtung laufen. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ach hier. Ja, moin. Gut, wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir es jetzt auch alles mit. Nehmen wir die Ader gleich noch mit und noch das Grab und dann ist die Folge leider schon wieder vorbei. Es geht immer so schnell rum, aber wir haben ja gut geschafft. Dann gehe ich zu den Bauern erstmal zurück und dann können wir eigentlich nach Ark zurück unser Kopfgeld einstreichen. Und eigentlich könnten wir dann ja noch die... beim Bauernthron die eine Mine auch noch mitnehmen. Oder was das da war. Oder Grotte, ne? Das war eine Grotte, war das. Ja, das nehmen wir alles. Schön. Prima. Dann würde ich sagen... Ach, guck mal, da kann man von hier auch sehen. Das ist ja geil. Ach, da ist auch noch was, Leute. Oh, na, nun geht's ja los hier. Ja, okay. Oh, mit dem Ausblick. Stark. Echt stark. Würde ich sagen, verabschiede ich mich. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht und bin gespannt, was in der nächsten Folge hier so los ist. Und ja, dann habt bis zur Enderal-Folge auf jeden Fall eine schöne Zeit und ich sag dann mal aus die Maus. Ciao, ciao.